Herzlich willkommen in unserem Nähzimmer. Hier zeigen wir Ihnen Tipps und Tricks rund ums Nähen, Sticken und Plotten und natürlich auch Einfädelvideos, Maschinenvorstellungen und wie Sie Ihre Maschine selbst pflegen und warten können. Und genau aus diesem Grund ist heute der Matthias bei mir und zeigt Ihnen am Beispiel der V3, wie Sie eine Brother-Stickmaschine reinigen und ölen. Hallo erstmal. Wir brauchen zum Reinigen einmal das Öl, einen ein oder zwei Pinsel, dick bzw. einen dünn, natürlich neue Nadeln, eine Schere, den Schraubendreher für die Stichplatte, der im Lieferungsumfang drin ist, ein fusselfreies Tuch und einen Schraubendreher. Dann würde ich euch das kurz zeigen. Als allererstes natürlich einmal den Deckel abnehmen, der ist nur drauf gesteckt. Den legen wir uns daneben. Danach das Garn entfernen. Natürlich bitte oben abschneiden, dass wir die saubere Schnittkante einmal durch die Maschine ziehen können. Es ist gut, dass du noch darauf hinweist, dass man den Faden nicht in die andere Richtung zurückzieht. Genau, weil wir wissen ja nicht, ist der Faden ganz oder ist der Faden kaputt. So, als nächstes nehmen wir den Nähfuß ab. Da haben wir meistens eine Schraube, die wir einfach lösen können. In unserem Fall, wir haben den W-Plus-Fuß. Natürlich bitte an das Kabel denken. Danach die Nadel herausnehmen. Die Stichplatte bei Brasser besteht meistens aus zwei Teilen, die dementsprechend auch bitte einzeln abnehmen und wieder draufsetzen. Einfach abziehen. Und die Schrauben einmal lösen und dann einfach mit dem Finger locker drehen. Diese bitte auch einzeln beiseite legen, nicht dass die in die Maschine fallen. So, wenn wir die Stichplatte gelöst haben und abgenommen haben, können wir die Spule mit der Spulenkapsel entfernen. Danach nehmen wir den Kopfdeckel ab. Zum Kopfdeckel abnehmen ist bei Brasser bei fast jeder Maschine ein bzw. zwei Schrauben hinter einer Abdeckkappe. Diese einfach mit der alten Nadel entfernen. Und mit einem Kreuzschraubendreher abschrauben. Und dann einfach nur nach links abziehen. Ich lege mir gleich die Schrauben immer dahin, wo sie auch wieder hingehören. In dem Fall die Schrauben in den Kopfdeckel legen, dann sind die immer zusammen. Als nächstes nehmen wir die Fadenführung 4 und 3 ab. Einfach hier mit der Nadel in dieses kleine Kästchen hineingehen und leicht aufbiegen. Und dann unten anfassen. Anfassen und abziehen. Die Nadelstange leicht drehen, dass wir mehr Platz haben, dass es herausgeht. So, jetzt können wir schon zum Reinigen übergehen. Ich fange immer ganz gerne an, unten den Greiferbereich zu reinigen. Hierzu nehmen wir uns einen Pinsel und reinigen den Greifer. Einfach auspinseln, dass alles sehr, sehr sauber wieder ist, weil der Unterfadenwächter ist ein optisches System. Der ist einmal hier und einmal hier drüben verbaut. Und der Greifer hat zwei offene Stellen,
wo sozusagen das Licht durchscheinen kann, und wenn die beiden sich sehen, ist der Unterfaden zu Ende und der Unterfadenwächter löst aus. Deswegen immer bitte die Kunststoffspulen verwenden und keine Metallspulen verwenden, beziehungsweise die vorgespulten Bobbins, weil damit der Unterfadenwächter nicht funktionieren kann. Danach pinseln wir weiter aus. Da kann ich gleich mal eingreifen. Würdest du zum Reinigen unseren Kunden Druckluftspray empfehlen? Die Frage taucht auch immer wieder mal auf. Ich weiß. So richtig empfehlen kann ich es nicht, weil wenn jetzt die Nadel mal abgebrochen ist und wir mit Druckluft hineinpusten, kann die abgebrochene Nadel überall hingehen und wir haben Platinen, wir haben Strom in der Maschine und das verträgt sich einfach nicht. Genau. Also mit dem Pinsel reinigen. Genau. Wir haben hier, jetzt zeige ich es mit der Schere, wir haben hier einen Filzstreifen, der wird benötigt zum Fadenschneiden. Den einfach mit einer Pinzette oder mit einer feinen Schere einfach mal lang streichen, dass auch die restlichen Fadenreste mit entfernt werden. Danach mit dem Pinsel wegpinseln. So, zum Ölen. Wir haben unser Öl. Hierzu hier in die Mitte des Greifers 2-3 Tropfen Öl mit hineingeben, dass der auch gut geschmiert ist. So. Danach schauen wir uns die Spulenkapsel an. Die Spulenkapsel sollte natürlich beschädigungsfrei sein, das heißt keine Nadeleinschläge irgendwo oder ja, Kerben, Beschädigungen, das, wo der Faden hängen bleiben kann. Wir haben hier die Unterfadenspannung und hier kann man ganz einfach mal dazwischen gehen, die leicht aufbiegen und mal durchpusten bzw. mit einem Blatt Papier entlang gehen, dass auch keine Fadenreste drin sind, weil sonst kommt der Unterfaden meistens ganz gerne nach oben. So, wir setzen die Spulenkapsel wieder ein, müssen darauf achten, dass die auch wieder richtig drin sitzt. Das heißt, unsere Nase der Spulenkapsel sollte an den Anschlag des Spulenhalters dran gehen. Danach die Stichplatte kontrollieren, dass das kleine Löchlein der Stichplatte, wo die Nadel durchgeht, natürlich keine Kerben, keine Schleifspuren oder Beschädigung der Nadel hat. Wenn hier was ist, einfach mit vorsichtig mit einem feinen Schleifpapier drüber gehen und das wieder glätten. Die Stichplatte wieder aufsetzen. Hierbei wieder die Schrauben hineindrehen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Spulenkapsel als erstes einsetzen, dann die Stichplatte. Oder erst die Stichplatte einsetzen und dann die Spulenkapsel. Beide Wege funktionieren sehr, sehr gut. Wenn die Maschine im normalen Betrieb ist, kann ich auch nur die Kunststoffstichplatte abnehmen und komme hier dann auch an die Spulenkapsel heran. Die kann man ganz, ganz einfach rausnehmen. Das heißt, man kann seine Maschine zwischendurch öfter reinigen. Genau. Nicht erst, wenn sie nicht mehr funktioniert. Genau. Gerade der Greiferbereich, dass einfach der Unterfadenwächter funktioniert. Danach den Winkel wieder aufsetzen und den Unterfaden. Hier wieder darauf achten, dass, wie das Symbol ist, dass die Spule gegen den Uhrzeigersinn abläuft. Ich lege einfach den Zeigefinger der rechten Hand einfach drauf und ziehe den Faden straff in die Unterfadenspannung hinein und lasse den abschneiden. Deckel wieder draufsetzen. Jetzt fange ich mit dem oberen Teil der Maschine zu reinigen an. In dem Fall kann ich mir die Nadel nach unten drehen oder die Nadelstange nach unten drehen, kann mit einem Pinsel den unteren Teil der Nadelstange reinigen, so dass keine Flusen und keine Fadenreste mehr dran sind. Hierbei danach einfach nach oben drehen
und den oberen Teil der Nadelstange reinigen. Wenn ich die Nadelstange gereinigt habe, nehme ich mein Öl und kann einmal oberhalb der Führung einen Tropfen Öl hineingeben und an der unteren Stelle der Nadelstange auch. Wenn ich jetzt die Nadelstange nach unten drehe, wird das Öl schön in die Führung hineingezogen. Und jetzt gebe ich unterhalb der Führung einen Tropfen Öl und auch hier unterhalb, dass einfach das Öl schön in diese Führung hineingezogen wird. Danach einfach ein, zwei Umdrehungen am Handrad drehen, dass das Öl schön verteilt wird. Wir haben, jetzt brauche ich meinen Pinsel, wir haben hier oben die Fadengeberkurbel. Hier sollte man immer mal schauen, ob Fadenreste drin sind. Wenn Fadenreste drin sind, diese einfach mit einer Pinzette wieder herausnehmen, dass kein Schwergang entstehen kann. So, beim Einsetzen der Abdeckung muss ich darauf achten, dass hier oben diese Nase auch in die Führung hineingeht. Hierzu einfach die Nadelstange wieder ein Stück nach unten drehen und dies einsetzen. Wie man sieht, ist es nicht immer ganz einfach, aber mit ein bisschen Übung bzw. mit einem kleines bisschen Probieren funktioniert das. Hier unten wird das wieder eingeklickt, wo wir es vorher mit der Nadel herausgenommen haben. Und hier oben ist auch eine kleine Nase und diese sollte auch wieder unter dem Verdeck sein. Vielleicht zeigen wir das Ganze nochmal in einer Ansicht von oben. Von vorne hat man es jetzt schön erkannt, wie du es unten eingesetzt hast. Aber dass du unseren Kunden vielleicht noch zeigst, wie das Ganze von oben aussieht beim Einsetzen. Jetzt musst du es leider nochmal herausnehmen, aber du bist ja geübt. Genau. Ich drehe mir die Maschine kurz. Hier gehen wir wieder in diese Führung hinein. Beziehungsweise wir nehmen die Schere. Gehen hier wieder hinein. Hier müssen wir drauf aufpassen, der Hebel soll natürlich durch das Loch passen, nicht dass wir da eine Beschädigung bekommen. So, und hier haben wir die Führung und diese kleine Nase und den großen Hebel, wo die Blende drunter soll. Genau, und hier wird darauf achten, dass es ein oder drunter geht und dann einfach nur einrasten lassen. Gut, es ist ein bisschen Übungssache, genau. Das sieht man. Man muss auch nicht zu jedem Reinigen immer dieses Teil abnehmen. Wichtig ist wahrscheinlich, dass der Kopfdeckel abgenommen wird. Dass der Kopfdeckel abgenommen wird und die Kurbel sollte ab und zu mal mitgereinigt werden bzw. geprüft werden, dass keine Fadenreste sind. Gut. Genau. Jetzt nehme ich mir meine Nadel nochmal und nehme hier oben den kleinen Deckel ab, dass wir die Oberfadenspannung reinigen können. Dazu einfach die Schraube herausschrauben. Wenn ich jetzt den Deckel abnehme, beiseite lege, kann ich hier ganz schön die Oberfadenspannung sehen, die, wenn die Maschine ausgeschaltet ist, über das Zahnrad geöffnet werden kann, geschlossen werden kann. Dies brauchen wir gleich. In unserem Fall die Oberfadenspannung einmal komplett öffnen. Hier kann man schön prüfen, ob Flusen drin sind oder Fadenreste. Diese natürlich mit einer Pinzette herausnehmen und wenn doch noch festsitzender Schmutz ist, einfach einen Baumwollstoff nehmen oder einen fusselfreien Baumwollstoff nehmen, diesen mit einem Glas- oder Fensterreiniger benetzen und in die Fadenspannung hineingeben
in die Fadenspannung hineingeben und über das Zahnrad die Fadenspannung komplett schließen, dass schön Druck aufgebaut werden kann auf den Stoff und dann den Stoff nach oben, nach unten ziehen, als ob man die Fadenspannung polieren wollte. Dies ungefähr 15-20 Mal hin und her ziehen, dass auch festsitzender Schmutz gelöst werden kann. Danach die Fadenspannung wieder öffnen, Stoff herausnehmen und einmal durchpusten. Danach kann ich den Deckel wieder aufsetzen. Der Deckel wird aufgesetzt. Ich habe hier eine Führung und hier ist das Gegenstück. Und diese sollten übereinander sein. So, dies stimmt meistens, wenn ich die Schraube ohne Probleme hineinschrauben kann. Auf der Rückseite des Deckels ist ein kleiner Spalt, der ist aber ganz normal, weil hier der Faden eingeführt wird. Danach kann ich die Abdeckkappe wieder draufsetzen, dass die nicht verloren geht. Diese wird einfach von oben drauf gesteckt. Beim Einsetzen des Kopfdeckels, der wird auch wieder nur von der Seite draufgesetzt. Von der Seite draufgesetzt und festgeschraubt. Die Schrauben handfest andrehen, nicht dass die zu fest sind. So. Die Kappen wieder draufsetzen. So, dann sind wir mit der Reinigung der Maschine schon fast fertig. Als allerletztes prüfe ich nochmal die Fadenführung, die Position Nummer 6. Hier ist ein kleines Metallblättchen genau auf dem Winkel. Dieses hier, ich hoffe, man kann das gut sehen in der Kamera. Und manchmal ist es so, dass dieses Metallblättchen nach unten rutscht. Und wenn dies mal passiert, dann ribbelt meistens der Faden sich auf. Und einfach mit einem Finger an das Metallblättchen anfassen, nach rechts ziehen und wieder nach oben helfen. Dann ribbelt der Faden sich nicht mehr auf. Danach den Deckel oben wieder draufsetzen. Der rastet automatisch ein. Der Nähfuß oder Stickfuß wird wieder aufgesetzt. Hierbei muss man natürlich darauf achten, dass dieser in der richtigen Position ist und ganz oben ist, die Schraube richtig festschrauben. Nicht, dass der Stickfuß sich löst beim Sticken und dann kann die Nadel da drauf schlagen. So, wir haben den W-Plus-Fuß. Wir müssen den Stecker wieder anstecken. Bei jedem Reinigen empfehlen wir, die Nadel immer zu ersetzen, weil die Nadel ein typisches Verschleißmittel ist. Hier bitte auch wieder darauf achten, natürlich Qualitätsnadeln nehmen und an die richtige Stärke denken der Nadel. Bei jedem Einfädler bitte nicht kleiner einer 75er Nadelstärke benutzen, weil sonst der Einfädlerhaken verbiegen kann. Genau. Dann setzen wir das Stickmodul wieder an. Und dann ist unsere Reinigung schon fertig. So, soweit sind das die Standardsachen, die man regelmäßig machen sollte. Zwecks der Wartung. Hast du noch Fragen?
Ja, es tauchen doch ab und zu noch mal Fragen auf. Zum Beispiel, wenn beim Sticken plötzlich der Unterfaden hochkommt. Also man hat schon eine Weile gestickt und jetzt kommt der Unterfaden hoch. Ja. Was da die Ursache sein kann oder wie man das Ganze vermeiden kann vorher schon. Genau. Wir hatten ja vorhin bei der Spulenkapsel die Unterfadenspannung gereinigt mit dem Blatt Papier. Dies kann ein Auslöser sein, dass zum Beispiel Schmutz drin ist, weil die Unterfadenspannung hat dann keine Kraft mehr. Und der Unterfaden wird dann vom Oberfaden nach oben gezogen. Also der erste Weg ist immer, wenn irgendwas ist, reinigen, reinigen, reinigen. Was natürlich auch manchmal passieren kann, ist, dass die Spule falsch rum eingesetzt wird, dass die nicht gegen den Uhrzeigersinn dreht, sondern mit dem Uhrzeigersinn. Dann ist es aber so, dass relativ schnell der Unterfaden aus der Spannung heraus hüpft. Okay. Genau. Und dann gibt es noch eine weitere Frage, die auch immer wieder auftaucht. In der Bedienungsanleitung steht, dass man die Maschine nicht ölen soll. Das ist richtig. Also, es ist richtig, dass es drin steht, aber wir empfehlen schon, die Maschine regelmäßig zu reinigen und zu ölen, weil Schmierungen, weil Metallteile aufeinander arbeiten und die brauchen natürlich jeweils Öl, dass sie richtig laufen können. Ja, man soll es halt sparsam einsetzen. Genau. Da kann ich dann noch darauf hinweisen, dass wir in unserem Shop Nähpike Nähmaschinenöl haben. Das können Sie zum Ölen von den Brasser Stickmaschinen verwenden. Das haben wir jetzt auch hier im Video benutzt. Sie haben ja gesehen, dieser Ölstift hat eine lange Spitze, damit man auch wirklich jede Stelle gut erreichen kann. Sie finden bei uns auf dem Nähratgeber noch weitere Hinweise zur Wartung und Pflege. Da haben wir auch noch Themen zu den Brasser-Nähmaschinen, wie man die reinigt und pflegt. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie die gerne unter diesem Video stellen. Und ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Sticken mit Ihren Brasser-Stickmaschinen. Ein Dankeschön an den Matthias, dass er uns genau gezeigt hat, wie man die Maschine lange am Leben erhalten kann. Ohne dass man sie zur Wartung abgeben muss, gönnen Sie Ihrer Maschine regelmäßig die Pflege und die Reinigung. Dann haben Sie immer viel Freude am Sticken. Bis zum nächsten Mal.